Elternunterhalt. Kinder, die ein Einkommen bis 5.500 Euro monatlich netto haben, haften nicht für die Pflege ihrer Eltern. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen es wahrscheinlich schon, dass nicht nur die Eltern Unterhalt an die Kinder zu zahlen haben, in den bestimmten oder in gesetzlich bestimmten Fällen und dann auch bis zu einem bestimmten Lebensalter der Kinder, sondern andersherum auch, Kinder können für den Unterhalt der Eltern herangezogen werden. Ich zeige Ihnen das mal, wo das geschrieben steht. Und zwar haben wir das im Paragraph 1601 BGB. Können Sie mal bitte nachlesen. Dort steht drinne: Verwandte in gerader Linie sind verpflichtet, einander Unterhalt zu gewähren. Es steht da eben nicht drinne, dass nur Eltern verpflichtet sind, Kindern Unterhalt zu zahlen, sondern andersherum auch, Kinder müssen Eltern in geeigneten Fällen Unterhalt zahlen. Ja, meine Damen und Herren, da hat aber der Gesetzgeber oder auch die Rechtsprechung, auch die höchstrichterliche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der Inhaftungnahme von Kindern bei Elternunterhalt enge Grenzen gesetzt. Und es gibt eine wirklich hochspannende Entscheidung des Oberlandesgerichts München vom 6. März 2024, und dort hat das Oberlandesgericht München folgende Entscheidung getroffen. Das Oberlandesgericht München hat in einer Rechtsbeschwerdeangelegenheit gesagt, dass Kinder, die bis 5.500 Euro monatlich Nettoeinkommen haben, ich spreche nicht von Vermögen, Einkommen haben, nicht für Unterhaltszahlungen an die Eltern aufgrund Pflegeleistung durch den örtlichen Sozialleistungsträger herangezogen werden können. Der ganzen Geschichte lag folgender Sachverhalt zugrunde. Eine Mutter, psychisch erkrankt, wird in einem Pflegeheim gepflegt. Und der Sozialleistungsträger zahlte hier für einen bestimmten Zeitraum über 60.000 Euro Sozialhilfeleistungen. Und wie das eben so ist, das Sozialamt oder der Sozialhilfeträger hat sich dann an den Sohn der zu Pflegenden herangewandt und hat gesagt: Bitte zeig uns doch mal, was hast du monatliches Einkommen, wie hoch ist dein Vermögen? Und der Sohn hat, wie sich das sozusagen gehört, auch die entsprechenden Auskünfte erteilt, und er hat für das Jahr 2020 und 2021 ein monatliches Nettoeinkommen von über 5.300 Euro netto gehabt, was ungefähr über 100.000 Euro Bruttojahreseinkommen bedeutet. Von diesem Nettoeinkommen, so ist er der Auffassung oder war er der Auffassung, müssten noch 1.700 Euro Miete abgezogen werden und dann auch noch entsprechende Rücklagen für seine Lebensversicherung. Das waren auch monatlich über 800 Euro, die er damit angegeben hat. Ja, meine Damen und Herren, und das Sozialamt hat dann fleißig gerechnet und hat dann einen Unterhaltsbetrag von über 11.000 Euro dem Sohn in Rechnung gestellt und wollte das Geld von ihm haben. Und er hat gesagt: Nee, das zahle ich nicht, das sehe ich gar nicht ein. Und dann ist die ganze Sache zum Amtsgericht gegangen. Das Amtsgericht hat das Unterhaltsbegehren, also diesen Zahlungsanspruch des Sozialleistungsträgers, abgewiesen. Und gegen diese Entscheidung ist dann der Sozialleistungsträger in die sogenannte Beschwerde beim Oberlandesgericht München gegangen. Und das Oberlandesgericht München hat die Beschwerde abgewiesen, hat aber gleichzeitig die Rechtsbeschwerde, also einen anderen Rechtsbehelf zum Bundesgerichtshof zugelassen, hat gesagt, die ganze Sache hat wichtige Bedeutung, da soll der BGH nochmal entscheiden. Aber entscheidend ist, was hat das Oberlandesgericht eigentlich gesagt? Das Oberlandesgericht hat typisierend festgelegt, dass bei einem Einkommen bis 5.500 Euro monatlich netto Kinder nicht für den Unterhalt der Eltern haften oder nicht für entsprechende Pflegeleistungen durch den Sozialleistungsträger herangezogen werden können. Das heißt also, in diesem Fall musste der Sohn das Geld erst einmal, bis jetzt erst einmal, nicht an das Sozialamt zahlen. Grundsätzlich geht das Oberlandesgericht München davon aus, dass hier ein entsprechender Selbstbehalt von 5.500 Euro gesetzlich begründbar ist, und zwar unter Rückschluss auf die Düsseldorfer Tabelle, und hat dann letzten Endes auch gesagt, dass diese Mietkosten zum Beispiel von 1.700 Euro vom Selbstbehalt nicht noch abgezogen werden dürfen. Also das ist dann schon mit drin. Aber was möglicherweise dann auch noch abgezogen werden darf, sind dann
entsprechende Ausgaben für Altersvorsorgen, wie zum Beispiel private Lebensversicherungen. Meine Damen und Herren, ich finde ein total spannendes Ergebnis, eine total spannende Entscheidung, die das Oberlandesgericht München hier im Beschlusswege getroffen hat. Sie stellt doch letzten Endes erst einmal klar, ab wann für oder bis wann, bis welche Höhe oder bis zu welchem Einkommenshöhe man hier eigentlich als Kind für seine Eltern unterhaltsrechtlich gesehen in Haftung genommen werden kann. Ob das alles soweit in Ordnung ist, ob diese Entscheidung des Oberlandesgerichts dann auch tatsächlich hält, das wird uns der Bundesgerichtshof in Karlsruhe dann im Laufe der nächsten Monate, vielleicht auch ein, zwei Jahre noch, dann sagen und wird dann uns die Frage beantworten, ob diese typisierende Betrachtungsweise, also diese Pauschalisierung auf die 5.500 Euro, dann wirklich halten wird. Ja, Sie wissen ja auch, dass das Thema Pflege, Pflegekosten und ein ganz, ganz heißes Thema ist. Die Pflegekosten steigen immer mehr. Viele Menschen können von ihrer eigenen Rente, von ihrem eigenen Ersparten irgendwann mal die Pflege nicht mehr zahlen. Und dann stellt sich natürlich die Frage vom Sozialleistungsträger, berechtigt natürlich auch aufgrund der Regelung des Paragraphen 1601 BGB, kann ich mir jetzt Geld von den Kindern holen? Und diese Frage, die wird immer mehr gestellt werden. Und deshalb kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn solche Dinge an Sie herangetreten werden, Sie dort entsprechende Auskunftsbescheide bekommen, dann wenden Sie sich bitte zur Beratung an einen örtlichen Fachanwalt oder Fachanwältin für Familienrecht und lassen das dort entsprechend prüfen, und zwar anhand der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH und des OLG München. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu dieser Entscheidung. Das Aktenzeichen dieser Entscheidung finden Sie in dem Video sozusagen mit reingeschrieben. Dann können Sie da mal draufklicken. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.